Ja, herzlich willkommen zum letzten Vorbericht in dieser Saison. Letztes Spiel am Samstag in der Regionalliga diese Saison, 14 Uhr hier zu Gast die SG Sonnenhof Groß-Asbach. Anschließend gibt es so ein bisschen Sommerfest mit Musik, Fußball-Dartscheibe, Hüpfburg für die Kinder, Torwartschießen rund um das Spiel oder erst besser gesagt nach dem Spiel dann vergünstigste Preise beim Essen und Trinken und wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere Zuschauer dann kommt zum Spiel und natürlich auch ein bisschen länger bleibt. Heiner, eine erste schlechte, eine zweite gute Halbzeit in Steinbach brachten am Ende zwar nicht den erhofften Punkt. Du hast den Jungs, die bisher hinten dran standen, eine Chance gegeben, sich zu zeigen. Haben die Jungs die Chance genutzt? Ja, in der ersten Halbzeit haben wir schlecht gespielt, aber stand es durch die frühe Führung von uns, die aus dem Nichts kam, muss man klar sagen, 1-0 für uns. Und die Halbzeit hat 1-1 geändert. In der zweiten Halbzeit war das Spiel aus meiner Sicht genauso einseitig in die andere Richtung, wie es in der ersten Halbzeit für Steinbach war. War es in der zweiten Halbzeit so, dass wir da aus meiner Sicht die klar bessere Mannschaft waren, auch von der Athletik besser waren. Und ja, paradoxerweise haben wir die zweite Halbzeit verloren mit einer richtig guten Leistung, mit vielen Chancen. Ja, direkt nach Wiederanpfiff hätten wir in Führung gehen müssen. Dann hatten wir Jakob Lemmer freistehend, 5 Meter vom Tor, wo man den Ball überall hinschießen kann, aber nicht dahin, wo er ihn geschossen hat. Aber das passiert. Insofern ist es unbefriedigend, zumal auch Sonnenhof Groß-Asbach unerwarteterweise auch relativ hoch gegen Ulm gewonnen hat. Das war ja auch nicht abzusehen. Und so habe ich meinen Jungs gesagt, ist die letzte Woche, die wir eigentlich schon so ein bisschen Richtung Abtrainieren nehmen wollten und Vorbereitung für die Mannschaftsfahrt. Am Ende haben wir uns nochmal gestraft, haben jeden Tag zum Teil doppelt trainiert und wollen natürlich dafür sorgen, dass ein Fest am Ende, da gehört natürlich auch immer ein schöner Saisonabschluss zu, sprich erstmal eine gute Leistung und dann Möglichkeit auch 3 Punkte zu Hause und darauf haben wir trainiert und dass auch am Ende nichts mehr anbrennen kann bezüglich Torverhältnis, aber das ist gar nicht das Thema von einem Spielgewinn. Du hast es kurz schon angedeutet. Nochmal ganz kurz zurück zum Spiel in Steinbach. Jakob Lemmer hatte so den entscheidenden den Ausgleich auf dem Fuß, so will ich es mal sagen. Ist das auch so ein bisschen Spiegelbild der Saison? Viele, viele klare Torschancen und wenig Punkteausbeute dabei, kann man Ja, das so sagen? mal wieder. Jetzt ist ja schon im Satz zu sagen, mal wieder auf dem Fuß. Ich glaube, wenn man die Saison wertet, dann muss man ganz viele richtig gute Dinge sehen. Nämlich die Arbeit gegen den Ball, die Disziplin, die Ordnung, auch die Matchpläne, was unsere Co-Trainer vor allen Dingen auch ausarbeiten. Da hat eigentlich immer gepasst. Also so richtig Zugriffsprobleme im Spiel hatten wir nie. Was immer Plan plus Laufleistung ausmacht am Ende. Und das ist super gewesen. Am Ende haben wir uns dafür nicht belohnt, dass wir so hart arbeiten durch die wirkliche wahnsinnig schlechte Chancenauswertung. Also wenn du dir das anguckst, auch mal faktisch, wie unsere Stürmer dieses Jahr, wie viel sie gelaufen, gesprintet sind und was am Ende als Ertrag, nämlich als Tor oder Assist rauskam, was ja voneinander auch abhängt. Ne? Wenn der eine ein Tor schießt, hat logischerweise der andere einen Assist gegeben. Das war dann echt mau, ne? Muss man wirklich so sagen. Und dass die Jungs es besser können, das zeigen sie fast in jeder Trainingswoche. Und wenn du dann siehst, wie teilweise leichtfertig meine Chancen da immer versiebt im Spiel, da kannst du verrückt werden. Aber schlussendlich haben wir es akzeptiert und trotzdem auch wahrscheinlich geschafft. Wir wollen mal noch nicht zu einen großen Rückblick auf die Saison machen, aber wir haben jetzt noch ein Spiel. Aber bisher, was war so dein Highlight in der Saison und welches war so das am negativsten Erlebnis, wenn man so Ja, zurückblickt? ein Highlight ist ja immer ein Titel, den du gewinnst. Und wir sind Rheinland-Pokalsieger geworden mit einer fürchterlichen Leistung im Finale. Das war ja bodenlos, ja. Aber so ein Ding mal anzufassen, ist immer ein Highlight, denke ich. Dann auch so Testspiele gegen Eintracht Frankfurt 2-2 zu spielen, in der Kapelle, die jetzt da fast alle gegen Barcelona und gegen West Ham gespielt hat, war ein super Spiel. Auch gegen Darmstadt haben wir 1-1 gespielt. Das waren zwar Testspiele, aber das sind ja auch Dinge, die vielleicht die Öffentlichkeit gar nicht so mitkriegt. Und Erfolge sind für mich die in erster Linie, wie viele Spieler haben wir weiterentwickelt in einem Jahr. Und wenn ich da durch die Reihe gucke, da ist ein Henry Crosthwaite, ja, der noch fast Milchzähne im Mund hat, über 30 Spiele gemacht hat, ja, mit seiner Unbekümmertheit und einfach einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und Dominic Duncan, der letztes Jahr in der Oberliga Nordrhein kein Stammspieler war, ist hier für mich absolut ein Leader geworden. Ja, Alexis Weidenbach, auch in dem Alter, ja, noch so einen Schritt nach vorne zu machen, taktisch, körperlich, auch in der Art und Weise, wie er kommuniziert, ja, wie er die Mannschaft mitreißt, wenn es nicht läuft. Babu Gaye war für mich ein Highlight. Dass er Stammspieler wurde bei seinen, also in seinem Heimatland, einen Afrika-Cup spielt und Elfmeter pariert und den Verein Rot-Weiß Koblenz ins andere Licht stellt. Also es waren schon viele Dinge dabei, die so ja, ein bisschen privateren waren für die Jungs, aber als Mannschaft, ich glaube, und das sage ich auch Ende der Saison nochmal, wenn wir am Ende mit einem Tor drin bleiben, war das eine überragende Saison und aus der Haltung können wir Berge versetzen.
Wenn wir anfangen zu spinnen, wenn wir träumen, wenn wir nicht mehr im Hier und Jetzt leben, dann sind wir ab dem Zeitpunkt nicht mehr konkurrenzfähig in der Liga. Kommen wir zum letzten Spiel gegen Groß Asbach. Die haben im Winter nochmal kräftig aufgerüstet, unter anderem Sascha Mölders, Mölders an Land gezogen. Macht dich das dann eher stolz mit den Mitteln, die wir hier haben, mit einer jungen Mannschaft, mit No-Names, mit wenigen finanziellen Möglichkeiten, kleinem Budget, den Klassenerhalt zu schaffen gegenüber einer Mannschaft, die finanziell und auch, infrastrukturell da ein bisschen anders aufgestellt sind? Ja, lügen, wenn ich sagen würde, dass man davon ausgehen kann, dass wir in der Liga bleiben. Natürlich macht das hier jeden stolz. Ich glaube, du bist auch stolz, dass du nächstes Jahr nochmal in der Regionalliga einen Vorbericht machen kannst und im Stadion bist. Und das ist eine ganz tolle Leistung von allen, die hier waren. Und das Entscheidende ist, dass man das aber immer wieder sieht. Und ich kenne euch Rheinländer mittlerweile auch und lege da immer einen Finger in die Wunde, sobald das anfängt. In dem Moment, wo hier einer wegfliegt, sind wir geschwächt. Wir müssen immer wieder von null alles geben, jeden Tag der Beste sein, der du sein kannst. Und sich Fehler verzeihen, das ist ganz wichtig. Also Fußball ist ein Fehlerspiel, das Leben. Ich mache 100 Fehler am Tag und ich habe ein super Team um mich, um die mir meine Fehler und Schwächen akzeptiert. Und so eine Mentalität haben wir auf dem Platz. Und um auf den Kern der Frage zu kommen, ist ja nicht nur Groß Asbach, die tolle Budgets haben. Ich denke da auch an andere Mannschaften, die sich auch im Winter nochmal verstärkt haben, ehemalige Zweitligisten sind, auch wenn da heute auch nicht mehr alles glänzt. Ja? Aber die sind es noch weit voraus. Und deswegen, wenn wir drinbleiben mit dem, was wir hier haben, dann da können wir erstmal schön Urlaub fahren, müssen wir ganz kluge Transfers machen, dass wir uns verstärken. Das ist mein Wunsch, dass man den Kader hält und den verstärkt auf den Positionen, wo wir einfach noch Hilfe brauchen. Und dann war das eine super Saison und dann steht auch nichts im Wege, dass es nächstes Jahr wiederholbar ist. Aber wir werden nicht im ersten Drittel spielen. Das wird auch nächstes Jahr nicht, so leid mir das tut, liebe Koblenzer, wird das nicht funktionieren. Da brauchen wir dann nochmal ganz andere Power wirtschaftlich und infrastrukturell. Und ja, wir sind am guten Weg. Aber wer da helfen möchte, ist herzlich willkommen. Ja, genau. Ich habe heute ein bisschen gestöbert auf den Seiten von Groß Asbach. Wenn man gewinnt, man schon den Eindruck, dass sie halt mit dem Abstieg rechnen, obwohl es ja rechnerisch theoretisch noch möglich ist. Mhm. Heißt das auch für uns, du hast das glaube ich eben auch schon angedeutet, dass die Jungs heute ziemlich rangenommen hast im Training. Heißt das aber auch nochmal, dass die Mannschaft am letzten Spieltag nochmal alles raushauen muss, um auch diese rechnerische Option ganz auszuschließen? Ja, es ist ja nicht nur in der Theorie möglich, es ist ja auch in der Praxis möglich. Ich habe allerdings mit der Mannschaft das Gefühl, dass also nichts passiert, sondern dass wir uns eher ärgern werden, wenn wir das Spiel nicht gewinnen. Mhm. Ja, und wir haben, wenn du dir mal anschaust, wann wir mal das letzte Spiel verloren haben mit mehr als einem Torunterschied. Wir reden nur von einem Tor. Und das, obwohl Offenbach auswärts und Ulm zu Hause und Elversberg und so, dann ist es schon sehr, sehr weit hin. Das müsste mit dem Teufel zugehen und das wird nicht passieren. Und dafür sind wir auch zu stark. Und vor allen Dingen sind wir zu stark gegen den Ball. Und wenn Groß Asbach muss ja das Spiel offensiv angehen und muss permanent jede Chance reinmachen, müssen auch gleichzeitig unsere schnellen Stürmer absichern im Konter, in der Restverteidigung. Also das wird nicht passieren. Lebe ich fest, wir wollen das Spiel gewinnen. Ich möchte die Saison mit dem Sieg verabschieden, weil dann gucken uns die Tabelle vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel an und sehen, realisieren dann mal was hinter uns. Aber es sind auch noch andere tolle Vereine im Rennen, die dann vielleicht hinter uns stehen. Letzte Frage von mir. Wenn wirklich das so eintritt, dass Groß Asbach am Samstag absteigst, denkst du dann vielleicht so ein bisschen auch mit dem lachenden Auge an die Verantwortlichen dort, die ja damals, bevor du zu Rot-Weiß gekommen bist, warst du ja in Groß Asbach tätig. Die hatten dir damals nur drei Spiele die Verantwortung übergeben. Denkt man dann da mit so einem lachenden Auge zurück oder ist das völlig abgehakt? Komplett, weil die handelnden Personen dort, ich glaube, niemand hat da gerne mich nach drei Spielen wieder entlassen. Also, wenn sie sich für mich entschieden haben, das ist ja eine Entscheidung immer für etwas. Und die zu revidieren nach drei Spielen ist ja nicht nur für mich jetzt schlecht, ja, sondern auch für die ganzen Spieler, für das Umfeld, für die Leute, die die Leute kritisieren, die auch die Trainer installieren. Insofern finde ich das im Gegenteil. Ich mag die Leute sehr dort. Es ist ein ganz toller Club, von ordentlichen Menschen geführt. Und ich bin mir auch sicher, auch wenn sie jetzt vielleicht in die Oberliga absteigen, dass dort auch ein vernünftiger Trainer hinkommt, der für beide Ligen unterschrieben hat, dass da viele Spieler sind, die so gut sind, dass sie vielleicht im Winter nicht diesen extra Schuss machen müssen, weil das war natürlich auch ihr letzter Schuss. Und dass das ganze Schwabenland da unten hält eh zusammen und ich bin mir sicher, die werden das auch wieder schaffen, dort rauszukommen. Aber auch da war es mal so, dass das ist ein Dorfclub. Ja. Und zu Dorfclubs gehört immer eine Mentalität, nämlich die Perspektive von unten. Und vielleicht ist die so ein bisschen über die Jahre
verloren gegangen, ohne das werten zu können, weil ich dafür zu kurz da war. Aber für uns als Mahnung, wir müssen auch ein Dorfclub bleiben, weil wir sind es irgendwo auch. Wir haben noch lange nicht mal das, was Groß Asbach da hat. Deswegen tut mir das leid und überhaupt kein zynistisches Lachen oder wie sagt man, über gar nichts, sondern nur zynisches Lachen. Ich habe eine gute Zeit, aber ich habe da vor allen Dingen viel lernen können. Und ich glaube, dass ich ein besserer Trainer dadurch bin, dass ich dort rausgeschmissen wurde, weil dadurch bin ich zu Rot-Weiß gekommen. Unser Glück. Und habe hier Dinge erfahren dürfen, auch als Trainer, die mit dem eigentlichen Job des Trainers nichts zu tun haben. Insofern habe ich mich extrem weiterentwickeln können und wünsche allen nur das Beste. Uns natürlich am meisten. Alles klar. Dann bleibt mir nur zu hoffen und zu wünschen, dass wir gegen Groß Asbach die Serie fortsetzen, weil ich glaube, wir haben noch nie gegen Groß Asbach verloren. Wir haben nicht mal Punkte abgegeben. Und ich würde mir noch was wünschen, und das geht eher an die Zuschauer. Ich glaube, die Mannschaft hat jetzt im zweiten Jahr was Überragendes geschafft und wir feiern danach und wer mal den einen oder anderen Spieler mal ein bisschen gelöster sehen möchte und vielleicht auch mal den Chris und mich mal beim Singen zuhören möchte, bitte ins Stadion kommen und dann einfach mal richtig Gas geben. Okay, ich glaube, das ist der richtige Aufruf und dann hoffen wir, dass das so eintritt. Dankeschön, Hannah. Okay. Super.